Wer bist du? Ich wollte gerade schauen, was für eine Schiefdorte diese Gang hatte. Ah, guten Abend, Herr Doktore. Ah, guten Abend, ey. Oh Mann, wir haben Sie einen für einen der Stummen gehalten. Ich wollte ihm schon eine Überdruck beraten. Wie geht es Ihnen? Oh, sehr gut. Und selbst? Ja, eigentlich auch ganz in Ordnung. Ja, ja. Geht wieder. Was, ich war gerade noch unterwegs. Ein bisschen verdammte Jäger, ne? Ah, das machen wir auch. Ah, die haben wir gesehen, als wir hierher kamen. Ach, sie, mein Schiff hier auch. Hier vor der Tür direkt. Ah, no, ich war andersweitig dieser unterwegs. Ah. In den angeblich gefährlichen Gebieten. Na, so in etwa. Mein Schiff sieht jetzt aus wie eine Flickenteppich. Ei, das hatten wir schon gesehen. War das gestern oder vorgestern? Ah, sie. Gestern. Das ist etwa eine Generalüberholung, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Es geht ganz schön voran bei Ihnen. Wir, nun ja, der gute Swissor hatte uns Ihre neue Hauptanlaufstelle gezeigt für Gleichgesinnte. Ah, Sie meinen diese Insel? Ei. Ah, genau. Ah, Sie. Sehr, sehr schön. Und irgendwie ist die Luft dort, nun ja, frischer, freier. Oh, weniger rot, Sie. Ei. Keine Verwesung in der weniger Luft. Weniger verwest. Oh, sieh, das auch nicht. Sehr, sehr schön. Und das gefällt mir. Da der größte Teil hat er diese Messersocke, diese gemacht, sieh. Ja, genau. Da hätte ich doch. Dort drüben hatten wir nun ja ein Schild vernommen. Man möchte sich im Büro melden. Dann sind wir hergegangen, haben dann auch ein Schild zum Büro gefunden. Und was musste ich feststellen? Da steht La Bomba und da stehen die größten Kanonen, die ich je gesehen habe davor. Kann das sein, dass La Bomba Socke ist? Ah, sie. War ja klar. Er verwaltet diese Insel. Ah, und wer ist seine arme Frau? Er hat eine Frau. Es steht da steht La Bomba und Frau unten an der Tür. Und dann ist es vielleicht eine Platzhalter. Ich wüsste nicht, dass diese Dicke eine Frau hat. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, welche Frau so geistig umnachtet sein soll. Muss sie, das ist noch sehr nett und umstritten, aber ich weiß es nicht. Ich kann es beim besten Willen nicht sagen. Also, wir haben ein wenig Zuwachs bekommen. Sie, diese Miss Dembers ist jetzt auch ein Teil von uns, von unserer Crew, sie? Ja. Aber, das haben wir schon gehört gestern. Aber ansonsten, ich glaube nicht, dass sie wartet noch auf eine Nachricht von dieser Bungie. Also, ich glaube nicht, dass sie ist diese Frau an dieses Schild von dieser La Bomba. Frau Bomba. Wenn man Jocke und Bungi nebeneinander stellt, tut mir leid. No, see, das ist, sagen wir mal, da ist diese war nicht dieses Schwert. Dann ganz ehrlich, eher Bungi als La Bomba. No, see. Aber es könnte vielleicht auch sein, dass sich La Bomba sich vielleicht diese Rang, diese Auswahl, diese geangelt hat, sie. Die haben auch eine sehr innige Beziehung. Ich weiß es nicht. Wen? Ah, diese Auswahl, diese kleine Zwerg, der nennt sich ab und zu diese Tornado. Bin ich bekannt. Nee. Oh, das ist immer diese Anhängsel von La Bomba gewesen. Wenn wir ihn getroffen haben, meist allein. Und dann ist es halt kein gutes Anhängsel, wenn es nicht dabei ist. Ja. Oh, ich kann, wie gesagt, beim besten Willen nicht sagen, ne? Was für eine Frau. Vielleicht hat er sich eine von dieser Stillen genommen, ich weiß es nicht. Oh oh. Oder er hat eine Kuh gefunden. Ich habe jetzt gerade Bilder in diesem Kopf, die ich am besten jetzt ganz schnell wieder verlieren möchte. Oh, diese Bilder. Tantchen. Das war nicht sehr nett. Was aus meinem Kopf.
Du hast sie weitergegeben, diese Bilder. Das ist nicht gut. Da ist alles deine Schuld. Ach nee. Was war Da denn habe ich jetzt? was für. Ah ja, stimmt. Bilder im Kopf, okay. Mal gucken. Oh, ich glaube, mit dem geht alles diese weg, da haben sie. Ja, dann lass es euch mal schmecken. Ah, krieg ich. Ah, sehr Meinchen. gut. Ja, bin dabei. Oh ja, ein Rum. Schon Oh, sie. trinkfester. Ein Rum ist immer gut. Ui. Ah, ja. Ich bin Ui. wenigstens diese ekelhaften Bilder. Boah. Oh, sie, aber es kommen neue Bilder. Ich sehe ein wenig dreifach, glaube ich, diese. Immer diese Bilder. Nein, Schluss, aus! Hört auf! So eine Hydra geworden, hier Michael, ne? Nein, 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 die Allee haben wir schon so oft erlegt. Oh Gott, die ist schon echt langweilig. Boah, ey, Tantchen. Ui. Was? Oh, so, jetzt aber. Kann es sein, dass sie der Armada oder, naja, Gleichgesinnte der Armada so langsam Feuer unter dem Hintern machen? Ich glaube, La Bomba wollte diese tun. Sie, ich war die letzten Tage ein wenig bisschen beschäftigt, sie. Ah, natürlich. Aber ansonsten gerne diese. Ich sag mal hier, das ist ein Raum, wo keine Lizenzen werden, diese benötigt, sie. Alle, die sich hier niederlassen, brauchen keine Lizenzen versagen. Und wenn die Armada kommt, dann kriegt die eine auf diese Decke, sie. Ah, wir haben noch nie eine Lizenz besessen. Oh, wir haben ganz viele, aber die kommen nicht von uns, diese. Ah. Ja, weil wenn man so jetzt in Port Kadia guckt, Port Kadia ist extrem leer, es sind kaum noch Schiffe dort zu sehen, wir kommen öfters dran vorbei. Natürlich, wenn wir dort was einkaufen müssen, dann naja, im schnellen Schritt schnell zum Händler und wieder weg, was jetzt auch nicht mehr nötig ist. Und ja, man sieht kaum noch jemanden und die Armada scheint nun auch nicht mehr so präsent zu sein. Das wirkt ein bisschen, wie soll man sagen, feige. Eingeschlafen. Oh, ich glaube, sie waren vor kurzem präsent. Wenn ich es mitbekommen habe, hat sich diese Ortswald, von der ich gesprochen habe, das ist eine Ehre. Ich habe schon wieder gedacht, das sei eine Sie. Der Ortswald, von dem ich gesprochen habe, Sie, der hat sich irgendwie, soweit ich weiß, erwischen lassen von dieser Armada, Sie, am Oh. Freihafen. Oha. Oh, Sie. Armer Kerl. Aber ihm ist, glaube ich, nichts geschehen. Er musste nur seine Segel abnehmen und weiter wollte er nicht erzählen. Es muss sehr beschämend gewesen sein für ihn. So beschämend, dass er zugestimmt hat, das Schiff, mit dem er ist, dorthin gesegelt und er wurde, sagen wir mal, sagt man diese, verhaftet oder in Gewahrsam genommen. Wir haben das Schiff zerstört, versenkt. Oho. und er hat keine Gegensprüche, sagen wir mal, eingelegt, ne? Einen Testbruch. So, das heißt, es muss der beinig gewesen sein für ihn. Ah, ich glaube schon. Also müsste er eigentlich im Gegenzug jetzt ein Armada-Schiff mal sinken. Das wäre sehr schön, sie, aber es gibt sehr wenig von diesen Schwarzseglern, sie. Oh. Ich sage mal, wir hatten ja vor einiger Zeit dort Piratenrat, sie. Bei dem ersten Treffen, das ist bestimmt jetzt 4 oder 5 Wochen, diese. Waren wir bestimmt 20 Piraten an einem Ei. Tisch. Das wäre gut, aber sie sind alle spurlos verschwunden. Oha. Was Ja, sie? ich muss gestehen, wir waren vor kurzem, hatten ja nun ja einen Einbruch bei diesen ehrlosen Piraten begangen im D1-Sektor und dort sieht auch alles verlassen und verstaubt aus. Ach, sie, diese waren die letzten, die ich sagen wir, vor Gesicht bekommen habe, sie. Da hatten wir auch einen Zeitpunkt ausgemacht, an dem wir ein Schiff von dieser HAG, er wollte, sagen wir mal, überfallen, sie. Und gut, man muss das so sagen, die HAG ist nicht diese aufgetaucht, sie. Das hat ja nicht so geklappt mit diesem Überfall. Und das Letzte, was ich mitbekommen habe, ist, dass dieser kleine Hauptmann, sie, der ehemalige Jarl, kennen Sie diesen noch? Nein.
Und diese. Oh, ich muss überlegen. Auf jeden Fall, dieser, ja, ist er jetzt, der war auch ein Teil von dieser ehrlosen Piraten, wie sie diese nennen. Ja. In dieser D1-Sektor, sie. Und der war dem dritten Piratenrat von uns, war ja diese anwesend, sie. Aber seitdem habe ich diesen auch nicht mehr gesehen. Ja, bedauerlich. Ach, sie. Und dann gibt es noch diese C6. Kennen Sie C6? Ja, natürlich, an meiner Ankunft hat er Oh, mir das ist. irgendwas Wirres erzählt. Man sieht, der will die Hydra ficken oder die Hydra will ihn ficken. Ich weiß es nicht, diese. Irgendwas so hat er diese Er erzählt. hat was von einem riesigen Tintenfisch erzählt. Ein riesiger Tittenfisch. Tintenfisch, also ein Kraken. Ah, sieh, ich sage doch, diese Kraken will ihn irgendwie irgendwas Böses, diese. Ein sehr Er hat auch komischer. irgendwas erzählt, seine ganze Familie wurde Entschuldigung. von diesen Kraken gefickt oder irgend sowas. Sie müssen ihn mal genau das so befragen. Das ist etwas. Ich traf Da ihn kann nie er wieder. besser. Oh, ich habe ihn jetzt auch seit längerer Zeit nicht mehr gesehen. Aber mein Gefühl sagt mir, er wird wiederkommen. Sie? Er muss ja erst eine von diesen Kraken erledigen. Ne? Oder diese Kraken. Ansonsten ist sein Werk nicht vollbracht. So ist das. Tantchen. Du kriegst dich nicht mehr ein, ne? Ivo. Voll ernst. Liegt es an diesem Tittenfisch? Tantchen hatte nun ja, vor einigen Tagen hatte der Admiral nur eine Fliege bei Tantchen entdeckt. Da hat er einen zurückgekriegt. Nun ja, es hat nicht viel gefehlt und er wird zusammengebrochen. Ach, sieh, er ist auf seine alte Klappergestell. Ja. Tantchen mag den nicht so sehr. Sie wird den am Ach, sieh, liebsten das heute kann ich noch sehr Kiel anders holen. sehen. Er hat mir mal einen Vortrag gehalten, dass ich keine Selbstjustiz diese machen kann, sieh. Da habe ich ihm gesagt, das habe ich bereits getan, also kann ich diese tun. Ja, kann man das, man kann alles. Ach, sieh, ich habe schon widerlegt sein Argument. Nein. Und was ich mich am meisten diese ergärgert hat, er hatte immer dies, er glaubt immer diese komische Haare, immer diese komische Hartnuss, sie. Ja, da war Er erzählt immer diese falschen Geschichten, sie. Vor einigen Wochen oder na doch Wochen war das ein sehr verwirrter Herr Jansen bei uns und erzählte irgendwas von dunklen Segeln und bla und Armada hätten sie und oh, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Und der Herr Janssen ist auch so einer gewesen, der ist, sagen wir mal, nicht so ganz astreine eine HHG-Mitglied gewesen, sie. Ja, er hatte, weil er sein Geschäft nicht mehr so gut gelaufen ist, diese, hat er versucht, ein Nebengeschäft zu machen, indem er bei uns diese Dunkelholz oder diese, wie heißen sie, diese Bambus bei uns für uns zu verkaufen, und er kriegt halt einen Anteil, sie. Aber bisher ist er nur mit diesem Material verschwunden. Einen Anteil haben wir noch nicht diese gesehen. Ich glaube, wir müssen der HHG doch noch einen Besuch abstatten und der, sagen wir, Geld verlangen. Das stimmt. Das ist ja. Naja, wir waren noch neulich erst da. Und was Oh, war eine da? Bombe war auch vor kurzem da und wir haben Ja. eigentlich eine von diesem Pakt, dass wir sie, ich glaube, 10 Wochen nicht diese angreifen, sie. Wir waren Schön. vor 2 Wochen da. Da hieß es auch, dass alle am Schlafen sind. Oh, sieh. Drei Das ist Leute sind da bloß noch rumgelaufen. eine sehr schlimme Krankheit, diese. Also wenn wir, nun ja, wir werden diesen Sonntag das letzte Mal oder noch einmal nach längerer Zeit mal wieder diesen Wochenmarkt besuchen, um zu schauen, ob es neue Gesichter gibt. Und neu Angespülte werden wir zukünftig Richtung C4 schicken, oder Tantchen? C4? E4. C4 ist die falsche Insel. Ich wollte gerade sagen, Für Neulinge. da kommt niemand an. Ja, Richtung E4. Das wäre in Ordnung. Sie können mir vielleicht hier so grob beschreiben, so wo diese Insel sich diese befindet. Aber nur an Personen, wo Sie diese vertrauen können. Und vielleicht nicht in diese Hörweite von dieser Armada. Wenn, dann würden wir sie wahrscheinlich eher hierher schicken. Ich würde es auch Auch so das wäre machen wie vielleicht auch früher. geschickt.
mit der Schwarzwind-Arena. Ich habe ja noch keine anderen Informationen, außer die Thrissur Die mir gibt es gestern leider nicht gab. mehr, diese. Ich weiß, aber das wäre natürlich ein hervorragender Vorwand. Oh, sie. Ich hoffe nur, Strifa hat wieder irgendwann diese, ist wieder diese Wache. Ich habe ihn auch schon länger nicht mehr gesehen. Oh, wir trafen ihn erst gestern. Oh, dann hoffe ich, dass der die nächsten Tage auch wieder diese aufsteht. Ja, Dann kann das. er dort drüben auf dieser anderen Insel seine Arena nochmal neu bauen, hä? Ja, vor allen Dingen sagt er, wollte sich noch Informationen beschaffen, weil er sehr, sehr lange halt auf Fahrt war. Er hat im Übrigen Schreiben und Lesen gelernt. Oh, ich wusste, lesen konnte er, glaube ich, schon eine Zeit lang ein wenig, aber schreiben wohl noch nicht. Und Das ist gut. beginnt jetzt oder ist sogar schon Herr des Schiffsbaus, also er kann das wohl jetzt auch schon, weil er jetzt die Also er Zeichnung fängt lesen jetzt kann. an, so. Naja, er fängt an, oder? Er ist ja sowieso eine von diese, wie sagt man, eine von diese Zimmermann, sie gelernte. Naja, und jetzt will er sich Richtig. am Schiffsbau versuchen. Muss sie. Unser Schiffsbau ist ja leider immer noch an diese, in diese Koma, sage ich mal, diese, sie, mittlerweile. Oh. Und ich werde jetzt mir auch seine Bücher, seine Notizen und so weiter, werde ich mir jetzt diese aneignen und ein wenig lernen. Ne? Anders geht es nicht. Weil mein Schiff ist, wie gesagt, eine Flickenteppich, sie, und mit diesem Schiff kann ich nicht vor die Tür fahren. Ne? Das ist wohl Ist wahr. wohl wahr. Sie schauen das falsche Schiff an. Dort hinten ist keine Flickenteppich. Die La Bestia Negra ist alles in Ordnung. Ah, okay. Der Flickenteppich in diese Richtung, sie. Ah ja, da war das gestern. Genau, Schlüssel hatte uns das gezeigt. Da waren wir dann doch verwundert. Die Verdammten sind ganz schön aufdringlich geworden in letzter Zeit. Non, si. Aber sie sind auch sehr ergiebig gewesen, sie. Sie haben einige sehr interessante Baupläne, diese. Ich muss sagen, die bei unserem oder beziehungsweise vorm Nordmannhafen rumschlawendelten, gaben ja auch schon nun ja eine Zeichnung für Kanonen jenseits der vierfachen Pulverkammer. Ich kann Ihnen mal eine von diesen Baupläne kurz zeigen, wenn Sie eine Minute haben, sie, Aber damit Sie sicher. wissen, was man alles so diese ergattern kann. Darf ich Ihnen was für den Thrissur geben? Ein wenig Gold. Es gab da ein uraltes Abkommen, was ich nun zu erfüllen gedenke. Das kann es mir gerne geben. Ob er es diese erhält, weiß ich nicht. Da muss ich daran denken. Mache mir eine von diesen Notiz. Also er kriegt diese 3K Gold und die 2K Gold ist diese Übermittlungsgebühr, sie? Ich habe es Herrn Schwisser versprochen, es gibt seit meiner Ankunft dieses Abkommen und das wurde gestern teils erfüllt und jetzt erfülle ich meinen Teil. Alles klar, wunderbar, dann werde ich ihm dieses geben. Aber erstmal werde ich dieses Büchern Natürlich. lagern. Ich bin gleich wieder diese da. Ich bitte Sie, Natürlich. diese Linie nicht zu betreten, sonst könnte etwas Eine Böses Linie? passieren. Oh, sie, die ist gar nicht mehr diese da, verdammt. Na, Das kommt vielleicht davon, gehen wenn wir man was Pulver alles zurück. in diese Luft sprengt, sie? Hier war einmal eine Warten rote wir. Linie. Wir gehen ein wenig zurück, besser ist das. Wunderbar. Ah, ja, Della Bomba. Ja, dann haben wir das mit Trizor, dieses uralte Abkommen auch. Und ich bin sehr, sehr erfreut. Musste ihm nur noch das Segel geben. Ei. Und wir haben nun ja den neuen hermannischen Ausflugssegler. So. Schnell mal ein Zigarettchen. Tantchen. Komm mal bitte etwas näher. Komm mal bitte etwas näher. Du bist ja auch nicht so gut auf die Armada zu stimmen, ne? Nein. Vielleicht wird es tatsächlich Zeit für uns, nun ja, etwas mehr in diesen Kreisen zu verkehren. Was willst du damit sagen? Na, das, was ich gesagt habe. Soll heißen, genauer gesagt. Die Segelfarbe zu ändern.
Also ich muss bloß noch diese Sieve lernen und dann kann ich mir meine Sieve, sagen wir, auf eine neue Stufe stellen. Oh. Ups. Oh, das ist ein wenig. Okay. Mit den Segeln können wir mithalten. Gut, mit dem nicht. Die Planken, boah. Okay, Tantje, wir müssen demnächst zukünftig etwas mehr auf die Jagd gehen. Es wird Zeit, dass du die Atara bedienen lernst. Kannst du Das vergessen. ist, das war jetzt, sagen wir mal, diese Ausbeutung von. Die Kanonen sind von heute. Das ist eine große Überraschung gewesen. Es war eine nicht so starke Besatzung von diesen Galeonen gewesen. Ich glaube, nur 85 von diesem Mann und Frau. Und die waren ergiebig. Das ist echt nicht viel. Mossi. Interessant. Dann Ja, brauchen wir das hat sich gelohnt. die wir haben, gar nicht erst fertigen lassen. Das würde gar keinen Sinn machen. Wie gesagt, der Kanonengießen kann ich diese. Das einzige Problem, mir gehen diese Materialien derzeit wieder auf. Vor allem diese Leder. Diese ganze Sorten, vor allem diese Pferdehaar und diese Pelz von diesen Affen oder von diesen Bären. Und die Ja. Fischhäute, das ist auch schlimm. Fischhäute ist auch sehr schwierig. Das müssten wir sowieso mal auf Lederjagd gehen. Mit den anderen Rohstoffen geht es eigentlich jetzt, selbst mit Marmor. Das haben wir so gut wie alles in Sie Erfahrung. hätten einfach mal nach diesem Marmor fragen können. Ich kann Ihnen eine Insel nennen, dort können Sie Marmor in Massen diese finden. Ja, jetzt wissen wir es auch. Aber wir haben es bisher noch nicht einmal gebraucht. Das ist das. Wir haben uns ja still und heimlich im Verborgenen oder mehr öffentlich als verborgen auch ein Kampfschiff zusammengebaut und ist schon recht Ah, okay. schlagkräftig. Wenn Sie Sechsfach eine neue verstärkt. Schiff wollen und die Materialien haben und wir endlich mal wieder eine Sieve-Bauer haben, dann können Sie natürlich auch zu uns kommen. Alle, die diese schwarze Farben unterstützen, sind herzlich diese willkommen, ne? Ja, ganz genau. Das ist, ich muss noch mit Tantchen ein wenig reden, aber vielleicht werden wir sie zukünftig zumindest offen unterstützen. Das Es wäre natürlich sehr schön. heißt auch mit Schiffs- und Mannkraft, wenn sie da was planen oder so. Ich muss allerdings mit Tantchen in Ruhe reden, aber nun ja, sie sind. Nur kann die Justiz Entscheidungen treffen. Sie, Genau. das ist richtig. Aber die Armada, nun ja, Tantchen hat schon von Anfang an da was gegen gehabt. Sehe ich das richtig, Tantchen? Richtig. Muss sie. Könnte ich gar nicht vorstellen, was sie diesen Admirale, diesen Dialekt hast. Der kommt an und sie sagt so, tschüss, ich muss Oh. weg. Okay. Hast doch gestern Gut, dass gehört, ich was ein ich wenig gesagt diese andere spreche, hoffentlich. Ein wenig, ja. Ein kleine wenig. Sonst nicht, dass sie auch noch einfach verschwindet oder in das Wasser springt. Das Ach, wäre ach. nicht so Nein, sehen. nein. Aber du hast doch gehört, was ich gestern gesagt habe. Was wir mit der Galeone am besten machen sollten. Ei, wir haben eine voll bewaffnete Galeone, voll bemannt, die wir nun jetzt loswerden müssen, weil nun ja die Stonesburys nicht mehr anzutreffen waren, zumindest bei unseren ganzen Besuchen, und das dann im Sande verlaufen würde. Also wende ich mich mehr oder weniger dem zweiten Unhold zu, und das wären dann die Rotröcke. Und dann mein Tantchen, auch lass uns doch die Galeone schnappen und direkt in Port Cadia reinfahren und 20 Sprengfässer zünden. Das klingt gut. Wer ist es? Das ist nicht der Sieg, von dem Sie geredet haben, hinter Ihnen, dass er jetzt gerade dies anlegt. Nein, tatsächlich nicht. Unsere Galeone steht im Hafen. Und das ist auch nicht Ihre Mitglied dort? Nein. Ihre Crew? Diese Stimme, dieses Weib, das müssten Michael und Tantchen sein. Hey! Ach, oje. Söckje, Jocke! Oh mein Gott, jetzt haben wir ein Problem. Ich finde nicht. Ich freue mich immer, ihn zu sehen. Überhaupt Du hast euch. keine Sprengstoff dabei, hoffe ich. Doch, aber das Pack die halte ich Taschen fest. aus. Du lässt nichts davon fallen, keine von diesen Granaten. Aber dann No, schon hat no, no, gesagt, no, ich soll die stop, Taschen off. leer räumen. No, 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 no. Man soll immer auf Ja, aber. Tantchen hören. Schön, dass ich dich sehe, Doc. Ich hab was für dich. Das hatten wir im Briefkasten. Ich kann damit nichts anfangen.
wahrscheinlich unser Brief. Habt ihr eine Flasche Spice da oben dabei gelegt? Ei. Dann hat sich das erledigt. Ich hatte erst vermutet, das war der Johann Stroh. Nein, wir dachten, nun ja, ein kleines Tröpfchen beim Lesen ist ganz erfrischend. Was ist eine Crew? Eine GRU? Wollten Sie Crew schreiben? Was hast du mit diesem Brief gemacht? Hast du dies in die Wasser getan, dass die Tinte ist, diese verschwommen? Nein, ich habe mir damit den Arsch abgewischt. Oh, Jocke! Oh, Jocke! Du solltest dringend baden. Wie geht's dir eigentlich? Mir geht's gut. Und die Herrschaften? Ah, auch. Dir geht's bald ganz schön scheiße, wenn du richtig verstehst, sie. Warum soll's mir denn scheiße gehen? Und du wirst später noch in einer Scheißgrube baden, das werde ich dir versprechen, sie. Oh oh. Versprech nicht, was du nicht halten kannst. Na, sie sagt diese Einbahnige. Und Einäugige. Das fällt nur die Hand, dann ist ja nur eine halbe Jocke. Was ist eigentlich denn mit dem Auge? Ich meine, beim letzten Mal hätte er noch zwei gehabt, oder? Keine Ahnung. Nö, nee, schon sehr lange. Ich hatte ein Gefecht mit den, wie heißen sie nochmal, die Büchsenmacher. Und da ist ein Splitter ins Auge geflogen, hat sich sehr entzündet. Oh, mit den Büchsenmachern. Wer hat gewonnen? Ja, wir. Sehr schön. Eine Breitseite ist Schiff untergegangen. Oh. Na, wer nicht hören will, der muss fühlen, denke ich mal. Oh, jetzt sind die zwei anderen Vögel, die sind auch eingetroffen. Hallo, Oswald. Guten Morgen. Na, guten Morgen. Schau mal auf diese Uhr. Guten Tag. Tag. Zeig mir mal die Uhr. Na, die Sonnenuhr. Ja gut, die Sonnenuhr hier sagt, morgen. Na, egal. Jeder hat eine andere Auffassung des Tages. Der eine steht früher auf, der andere später. Was verschafft uns die Ehre? Tatsächlich waren wir einfach mal vorbeigekommen, um dir auch mitzuteilen, dass das mit den Stonesburys wohl einfach im Sande verläuft. Es gibt keine Möglichkeit mehr. Wir waren mehrfach bei dem Hafen, konnten keinen mehr antreffen. Es ist sehr ruhig und verstaubt. Geschäfte wurden nicht nachgefüllt und... Nun bin ich tatsächlich am Überlegen, mich dem anderen Schuldigen für den Tod meines Vaters zuzuwenden. Und das sind und bleiben die Rotröcke. Dann trafen wir Thrizor, der führte uns zu eurer neuen Insel, die euch die Götter oder der Gott des Sees beschert hat. Und das war unsere Hexe. Das war unsere Hexe, ist sie. Ah, Thrizor konnte es nicht genau definieren, woher. Eine sehr mächtige. Er hatte auch diese Geslavene eine längere Zeit, sie. Richtig. Das war La Bruja Morada, sie. Sie hatte eine von diese Rotrock geopfert. La wer? La Bruja Morada. Das ist die Valeria, diese. Das ist die violette Hexe, sie. Ah, Gesundheit. Oh, das ist die andere Sprache, die du nicht so gerne sprichst. Soll ich das nochmal sagen, wie die heißt? No, du... Bitte. Ja, bitte. La Bruja Morada. Okay, und sag es noch zwei, drei Mal und dann gucken wir, ob du es immer noch richtig sagst. La Bruja Morada. Es klingt eher, als wenn er zu viel Met getrunken hat. Wir können aber auch sagen, Miss Moral. No, eben nicht, das ist diese. Wie kommt man von La Bruja Morada zu Miss Moral? Ich verstehe diese nicht. Der Vergleich lag mir auch auf der Zunge. Der Vergleich... Habt ihr das auch gerade gehört? Ei, ich glaube, da ist wieder einer dieser Rochen verreckt. Oder es war dieser Bauch von diese La Bomba. Mutter. Nun ja, um darauf zurückzukommen, Thrizor zeigte uns dann euer neues Domizil und dass ihr in der Lage seid, euch jetzt auch tatsächlich zu organisieren und zu vereinen. Und wir merkten direkt bei der Ankunft, dass es ein viel freieres Gefühl war. Man konnte besser durchatmen, man konnte freier sprechen. Und es ist nun ja, es ist beeindruckend, was ihr dort für euresgleichen geschaffen habt oder allgemein geschaffen habt. Vor allem schaut man sich nicht ständig über die Schulter. Hi. Na, sieh,
Aber sonst müssen sie nicht unter die Schulter schauen, ne? Das ist sehr beeindruckend. Nun ja, und Hörnchen und ich sind jetzt tatsächlich am Überlegen, nachdem wir nun alle Monster in diesen Gewässern bekämpft haben und sich doch ein wenig Langeweile aufsträubt, ob wir uns nicht dem letzten Schuldigen für Vaters Dahinscheiden widmen, dem sie auch noch einen Grabstein auf diesem ekelhaften Port Cadia gewidmet haben. Und nun ja, wir sind da wirklich schwer mit unserem Hapern. Aber vielleicht werden wir zukünftig stark und gezielt gegen die Rotröcke vorgehen. Das wäre natürlich sehr schön, ne? Natürlich. Wir haben den Grabstein deines Vaters in Port Cadia hingestellt. Ja. Mit deiner Erlaubnis, Michael, würde ich das dann einen Grabstein besorgen und ihn mit Stein und Meißel oder ein Hammer und Meißel, ich weiß nicht, Doc, macht man das so? Was willst du ummeißeln? Ich will auf diesen Grabstein dann Karl Hermann draufschreiben und bei uns auf der neuen Insel niederlassen. Mossi, du kannst gerne eine von diesen Platz aussuchen für eine Grabstein von diese ehrlichen was heißt diese ehrliche, von dieser richtigen Piraten, sie und nicht von dieser Waschmittel. Ich denke, Vater würde sich da sehr geehrt fühlen. Vielen Dank, lieber Jocke. Das ist, Er war einer von uns. So scheint mir auch, ja. Noch also würde er sich sehr freuen. Ja. Oh, seht, das machen wir ganz bestimmt. Wir müssen nur einen sehr schönen Ort finden, dieser See. Aber das hat mir alles wieder ins Gedächtnis gerufen und mich ein wenig aus dem Alltag herausgerissen und mich wieder den eigentlichen Weg, Grund meines Weges hier aufnehmen zu lassen. Und Tantchen war auch sehr geschockt und ja, jetzt, man muss aber mit Bedacht vorgehen. Es geht nicht, dass man einfach irgendwas übers Knie bricht. Ich meine, wir haben ein sehr, sehr starkes Kampfschiff. Üben derzeit noch ein wenig den Umgang, aber über kurz oder lang wird man wohl deutlich hören, dass die Rotröcke von einer unbekannten Fraktion oder bekannten Fraktion attackiert werden. Das gefällt mir, diese Sargotze. Es muss ein Ende geben mit dieser Nerverei. Wir sind tatsächlich schon einmal nach diesen Linsen gefragt worden und dort haben wir uns dann mit einer Ausrede herausgewunden, aber am liebsten hätte ich den Herrn aus seinem Zieger gezogen. Diese Linsen, diese Spätzchen, sie? Das ist eine Spezialität von diesen Schwaben. Lizenzen, wir sagen genau. So mal Linsen dazu. Ah, dann geht es gar nicht um Essen, schade. Ja, ausnahmsweise nicht. Dazu, damit wir das Wort nicht aussprechen müssen in Gegenwart von den Rotrücken. Ach, sieh, es gibt auch noch diese Nordmänner, haben das Latenzen genannt. Ich weiß nicht, irgendwie hat jeder ein Wort für diese. Ja, und vielleicht lässt. Ich nenne es überteuertes Papier. Ja, überteuertes Klopapier, ne? Es ist besser, sich mit einem Blatt abzuwischen. Anstatt mit Briefen von Freunden. Bessere Socke. Ich wusste doch nicht, dass das der Michael ist. Er hätte auch nicht schreiben können. Da stand doch der Name drauf. Nein, soll ich dir den Brief mal zeigen? Lieber nicht, aber ich weiß, was ich draufgeschrieben habe. Den Brief habe ich vor einigen Minuten in diese Wasser geworfen, sieh. Dann ist er wenigstens sauber. Den hat er aufgehoben. Sock. Ich glaub, du hast den falschen Brief weggeschmissen, Doc. No, ich hatte bloß einen. Aber ich weiß, was ich aufgeschrieben habe und da stand die Hermann. Vielleicht machen wir zukünftig 4x und einen Kreis, dann weiß auch Socke Bescheid, wer es war. Also ich lese davon nichts mit Hermann. Ich hatte es aber aufgeschrieben. Nein, Tantchen tatsächlich nicht. Und hat jemand was dagegen, wenn ich ihn entsorge? Wasch dich! Ich spring gleich hinterher, dieses Sie. Besser ist das. Ich weiß gar nicht, was die haben. So. Leider nicht, deswegen dachte ich ja, das wäre der Stroh gewesen. Jupp, Tantchen, das ist tatsächlich nicht der Fall. Boah. Nun ja. Und vielleicht können wir auch, also meine Idee war es, vielleicht werden wir auch eines kompletten Schiffes der Armada mal habhaft und könnten dann ein wenig Unmut in diesen Gewässern verbreiten, indem man die Kleidung trägt und mit einem Schiff der
Armada vorfährt und sagt, okay. So, wir holen die Steuern jetzt in Bar ab. Die Zeiten haben sich geändert. Die Armada braucht Geld. Es ist Krieg. Und dafür werde ich sie sogar belohnen mit von diesen mystischen Doblonen, sie? Sowas machen wir gerne. Selbst. Aber trotzdem, so als eine diese Belohnung, sie? Kann auch eine von diesen Kappa-Brief, diese ausstellen, sie? Na, sie? Als wir diese Insel von den Meeresbogen geholt haben, beziehungsweise sagen wir mal Valeria hat diese getan, sie? Ja. Natürlich waren dort auch einige Schätze verborgen. Das war auch ein Grund, warum wir diese haben getan. Ah. Naja, aber ich denke, das könnte schon ein wenig Spaß bedeuten, wenn die großen Handelshäfen plötzlich Besuch von einem Armada-Schiff kriegen und Leuten in Armada-Kleidung und sagen, wir holen jetzt die Steuern ab. Gibt uns mal 10.000 Gold und ein paar Ressourcen und schönen Gruß vom Admirale und dann wieder abfahren. Naja, ich glaube tatsächlich, dass in meiner alten Hütte hier auf der Insel sogar eine vollkommen funktionstüchtige Kleidung der Armada vorliegt. Dann müssten wir noch einige. Ich habe in meinen Truhen habe ich auch noch ein paar Kleidungsstücke. Richtig, dann müsste man nur noch einem Schiff habhaft werden. Und dann könnte man, nun ja, die Bevölkerung zusätzlich gegen die Armada aufbringen. Ah, sieh. Bei muss jedem Überfall sagen, ja, ich bin dieser Admiral, sieh. Mhm. Kleine Cojones. Conchitomare. Conchitomare. Und ganz wichtig, nicht vergessen. Grande Nodel, ne? Sorglos. Okay. Ah. Ah, ja. Das ist der Tantchen, dann sollten wir uns am Sonntag doch mit dem Klaus den Schnurrbart des Admirals holen. Der könnte bei der Verkleidung helfen. Wenn sie das machen, dann verdienen sie Goldstücke. Dann gebe ich ihnen das Gold, das sie als Helfer hier, sagen wir mal, haben mir übergeben für ihn, gebe ich ihm wieder zurück aus meinen eigenen Taschen. Wir machen sowas tatsächlich aus anderen Gründen als wegen dem Geld. Das ist egal. Dann können sie für dieses Gold, der keine Ahnung, ein paar Runden mit und rum dieses herumschmeißen, sie an alle Leute. Ja, aber richtig. Apropos, möchte einer der Herren und der Damen einen Met? Wir haben eingekauft. Nein, danke, mein Freund, ich habe. Herr Doktor? Oh, ich habe gerade auch erst einen diese getrunken. Der Herr, deren Namen ich noch nicht kenne? Namen Oswald. Sind Edelstahl und Rauch. Oswald. Ein Met? Ja, sehr gerne. Das sind die zwei Vögel, Oswald und seine andere Vogel. Ah. Tantchen, du auch? Rose. So. Wie heißt diese? Rose. Rose. Na dann immer Prost. Ja, Prost, Tantchen. Ging's wohl auch, ich bin versoffen. Nein, aber wir haben doch eben ein wenig eingekauft. Das ist besser als dieser komische Vitaminsaft im Port Cadilla. Ihr habt sogar beide diese gleiche rote Federn an diese. Man könnte euch beide verwechseln. Ja, natürlich. Naja, aber ich denke, das ist, könnte von Vorteil sein, wenn die Bevölkerung auch einen Unmut dagegen führt und man, dann sogar besser zuschlagen kann, wenn sie schon demoralisiert sind. Ah, sieh. Wir können auch nochmal eine von dieser roten Schaf an diese Freihafen stellen, sieh. Oh, das ist eine gute Idee, Tantchen. Wir haben doch ein paar Schafe. Aber kann man nicht einen Ochsen rot anmalen? Wir müssten eins rot anmalen und dann nehmen wir es am Sonntag mit. Ich meine, wir sind ja recht unbehelligt und keiner interessiert sich großartig für das, was wir tun, da wir da ständig ein- und ausgegangen sind. Und dann können wir auch direkt dort eine Kuh zähmen. Aber rot anmalen. Und anmalen. Aber ein Schaf klingt besser. Ich habe das Schaf öfter gehört als die Kuh. Oh, das machen wir an diesem Sonntag. Nicht unsere beiden Schafe, die brauchen wir. Ich habe da tatsächlich eine Idee, die würde dem La Bomba noch viel mehr gefallen. Ich höre. Wir nehmen ein Schaf, stopfen es komplett aus, füllen etwas Schwarzpulver hinein, einer wartet und wenn die Armada es sieht, schießt er drauf. Dann macht Bumm. Das klingt gut. Müsste der Jocke mal ausprobieren, ob das auch so funktioniert. Nicht, dass die Kugel... Nehmen wir doch direkt einen ausgestopften Elefanten. Der macht mehr Bumm, weil mehr Schwarzpulver. Das ist dann... Langsam wird es ein wenig diese Ecke liegen.
Jocke, wie geht's eigentlich mit den fliegenden Schiffen? Es wäre einfacher, die Sprengfässer von oben herabzuwerfen. Wie soll ich sagen? Ist auf Eis gelegt. Auf Eis? Ja. Das, jetzt wissen wir, warum da so viele Schiffe im Eisgebiet hoch in den Bergen hängen. Mein Was Schiff ich? Ist. Also, oh. Vielleicht sollten wir das mit dem Drachen doch nochmal überdenken. Ach ja! Das war tatsächlich sehr gut. Weil der kann fliegen. Die Idee stimmt. Wir hatten eine Idee. Wir haben ja die fünfköpfigen Drachen bekämpft und auch den fliegenden Drachen auf diesen Götterinseln oder was das da sind. Und nun ja, es ist nicht weiter schwierig, muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn man weiß, wie sich das Tier verhält. Und dieses Tier lässt sich mit einem Zauberwürfel, den man im Port Cadia beim Händler erwerben kann, wohl domestizieren. Und wir hatten die Idee, ein Tier am Sonntagmorgen zu domestizieren und dann zum Markttag auf den Totenkopf zu fliegen und dann mit Drachenstimme zu sprechen. Dieses Ding kannst du auch drüben auf der anderen Insel kaufen. Das wollte ich auch gerade sagen. Dieser Herr bietet dieselben Angebote an. Ja, perfekt. Perfekt. Und dann am Markttag, wenn er schön gefüllt ist, mit dem Drachen herüber zu fliegen und ein wenig Angst und Schrecken zu verbreiten. Aber sie sollten es, ich weiß nicht, wie lang lässt sich dieses Tier, sagen wir, bändigen, ne? Ich hatte ein sehr, 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 sehr langes Gespräch mit dem einen Händler und es hat mich einiges an Rum und Gold gekostet. Aber er meinte, so in der Regel nach 3 Stunden wirft der Drache das Geschirr ab. Wird er dann wieder wütend? Das konnte er mir auch nicht sagen, ob er dann... Das wäre natürlich noch besser. Erstmal eine gebändigte Drachen dorthin und dann eine wütende. Richtig. Eine wilde. Oh, das wäre sehr schön. Idee. Kann doch wütend sein. Aber lieber das dort als bei uns. Richtig. Aber es wäre schon eine sehr amüsante Vorstellung, wenn man sieht, wie hilflos die Armada doch dann ist. Vielleicht. Wenn Sie dann noch Zeit hätten, könnten Sie mit dem Drachen auch noch zu dieser HAG fliegen. Ja. Also sowas haben wir... Können Sie auch mal ein bisschen Unheil verbreiten. Das wäre auch schön. Ja. Sowas möchten wir in den nächsten Wochen vollbringen. Da müssen wir uns natürlich ja noch ein wenig vorbereiten. Aber das ist... Wir haben halt wirklich ein bisschen was an Plänen, die vielleicht teils auch mehr amüsant sind als hilfreich, aber zumindest die Armada in einem schlechten Licht dastehen lassen. Das reicht doch auch schon. Richtig. Also wissen Sie, worauf Sie sich in nächster Zeit freuen können, weil nun ja, Abenteuer gibt es für uns hier nicht mehr zu bestehen. Und die Armada muss ein wenig zahlen für das, was sie hier in den Gewässern verantwortet hat. Das sehe ich genauso. Definitiv. Ei. Und irgendwann muss auch noch diese Hutmacher dafür zahlen. Diese 20.000 Goldstücke ist immer noch so wenig. Er hatte sich immer noch nicht entschuldigt bei Valeria, diese See. Apropos, wie viele Wochen sind es eigentlich noch, bis wir wieder, sagen wir erstmal, einen freundlichen Besuch bei Ihnen machen dürfen? Ihr habt pro Woche 2.000 Goldstücke genommen, Sie? Nein. Und wir haben 20.000 Gold erhalten, Sie? Oder ihr, hier, La Bomba, Sie? Das heißt, 10 Wochen haben die Ruhe von uns und das müssen wir schon diese einhalten. Aber das heißt nicht, dass jetzt diese beiden Hermanns sich daran halten müssen. Die haben damit nichts zu tun, diese Sie. Nein, das ist wohl wahr. Des Weiteren hätten sie ja auch die Möglichkeit, nun ja, eine Rückzahlung einzuleiten. Na, Sie. Ich weiß nicht, ob man uns da noch ernst nehmen könnte, wenn wir zuerst eine Goldmenge für Schutz wollen und danach das Gold wieder zurückzahlen. Ach, für Schutz? Na, Sie. Wir können ja so tun, als würden wir dann, sagen wir mal, falls Sie mit einem Schiff dann angreifen, Sie attackieren, aber wir können ja nur so tun, Sie. Vor allen Dingen müssen die ja auch erst in Kenntnis gesetzt werden. Und bis dahin kann schon alles gelaufen sein. Eben. Ich glaube nicht, dass sie sich hier auf diese Insel nochmal diese blicken lassen, Sie. Siehst du, Tantchen, wir müssen heute ausführlich ins Palaver gehen. Vielleicht gibt sich da
Eine rege Zusammenarbeit. Ach, was heißt vielleicht? Ich bin mir schon fast sicher, aber trotz allem. Sie sagt nichts überstürzt, sonst endet man wie der Vater. Ach, sie? Mach nicht sowas. Deswegen ja. Sag, aber sowas sagen würde ich hier nicht, sie. Er hatte instinktiv richtig gehandelt, sie. Dass dieses feige Händlerpacke dann nur rauskommt, wenn wir uns, sagen wir mal, nicht in diese Sicht waren, sie. Das ist natürlich. Ja. Was soll man dazu sagen, ne? Deswegen sind wir zukünftig mindestens doppelt schlagkräftig. Tantchen übt mit dem zweiten einfach gefertigten Kampfschiff, aber das neue habe ich schon recht gut im Griff. Des Weiteren haben wir auch zwei, sechsfach gefertigte, zumindest im Innenleben, gefertigte Kampfschoner. Wir fahren, wenn wir solche Aktionen machen, grundsätzlich nur im Doppelpack mit doppelter Bewaffnung. Das ist auf jeden Fall sicherer, diese Sie. Nein. Das, ich werde, wie gesagt, bei Gelegenheit diese Deathwing auch diese aufrüsten, weil das ist, wie gesagt, eher ein Flickenteppich als ein Kampfschiff. Wie denn aufrüsten? Massiv. Ich werde schon irgendwie einen Weg finden dafür. Hier fehlt sogar eine Kanonenluke. Oh, erzähl mir Resistenz, sie? Ich habe gestern so Rezepte gefunden, die waren richtig gut, die habe ich direkt gebaut. Na schön. Ich habe auch einige gefunden. Ich glaube, die waren von deinem Schiff. Ich muss mal ganz kurz in meinem Haus die Bilder abhängen. Ich bin gleich wieder da. Bilder so, im Haus? Aufspringen? Ja, nein, aber ich will die rüber in mein Vornehmen. Ah. Ja. So, ihr könnt gerne nur gucken kommen, das stört mich nicht. Lieber nicht. Ja, Tantchen, dann sollten wir vielleicht auch noch ein wenig im Kampf uns üben. Damit wir das auch alles besser im Griff haben. Auf jeden Fall. Ich definitiv, aber du auch, obwohl dein Angriff mit der Atara schon ganz gut war. Der Verlust von Karl war schon schlimm genug. Wenn du auch noch das zeitliche Segen hast. Das wird nicht passieren. Denk an deine Mutter und deine Frau. Wird nicht passieren. Ich wüsste nicht, wie ich den beiden das erklären soll. Wird nicht passieren. Darüber zu reden ist zwecklos. Werden wir überhaupt zurückkommen, wir beide? Werden wir, aber erst müssen wir, nun ja, diese Rotröcke. Oh, ich kann es. Lieber ihr als ich. Ich kann es nicht erwarten. Das ist ganz schön frech. Das müssen Sie. Einmal, das muss man ganz in Ruhe machen, Sie und nichts überschätzen. Ne? Ganz genau. Ganz genau. Wir haben schon. Naja, wie gesagt, Tantchen wollte gestern schon dieser einfache, aber voll bewaffnete Galeone einfach im Port Cadilla reinfahren. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Direkt auf den Hafen von der Armada. Wäre keine gute Idee, die fangen euch ab. Haben sie gestern mit mir gemacht. Können sie ja machen, auf dem Schiff wird niemand sein. Ich wollte es hereinfahren und den Stummen sagen, Feuer frei und dann mit unserem Schnellboot wieder verschwinden. Ein wenig Unruhe stiften, aber ich finde das doch ein wenig martialisch. Ich mag den Kampf lieber von Angesicht zu Angesicht. Ach, sieh. Ist aber schön, dass es euch allen noch gut geht und dass ihr vernünftig im Aufbau seid. Und wie gesagt, zukünftig. Was heißt zukünftig? So oft werden wir nicht mehr im Port sein. Wahrscheinlich morgen das letzte Mal. Gott sei Dank. Ihr habt gute Schiffe? Tatsächlich ja. Selbst unsere Schoner oder unsere Brick ist ja ein Jansen-Produkt. Ich habe noch bessere Planken da, aber für die Übungszwecke werde ich diese sechsfach gefertigten Planken erstmal ein wenig malträtieren lassen. Aber ja, ich denke, damit kann man ein wenig anfangen. Ich habe festgestellt, die Armada hat richtig gute Kanonen. Ja, ich habe gesehen, ihr habt auch sehr, sehr gute Kanonen. Meine sind. Ich auch gedacht. Naja, was ich eben gesehen habe vom Doktor, das war schon 480 Gramm Pulverladung, ist schon viel pro Kanone. Ach, sieh, das war noch diese schlechteren. Wo kommen denn diese Blaupausen her, so gute? Was habe ich heute diesen Tag gemacht? Weiß ich doch nicht.
No, sí. Ich habe dir gerade die Antwort, die sie gegeben. Du hast die Blaupausen gesammelt, aber wo? Ich will auch. So. Laut Admiralität im Nordwesten soll es sehr gefährlich sein, konnte ich jetzt nicht Ich war ja feststellen. in dieser, ich war ja in einer anderen Region, aber es gibt mir verschiedene. Wo lagst du denn immer, Doc? Das werde ich bestimmt nicht diese verraten. Zumindest nicht jetzt. Naja, im A5-Sektor soll es auch noch ganz anständig sein. Oh, sieh, man muss halt schauen, ja, wo ist die schnellste Möglichkeit? Ah, richtig. Wir wollen Also sowieso mal A5. A5 und was war das andere ganz oben links? Ich bin da nicht so mit Nordwest, Ost, Süd. Dann kann das ja nur A1 sein. Genau, richtig. Da soll es sein. Tatsächlich konnten wir nicht viel feststellen. 85 Tonnagen Ladung ist jetzt nicht unbedingt viel. Aber ja, da Aus wir dieser dort. 85er, sagen wir der Mannstärke, habe ich ja diese Kanonen herausbekommen. Deswegen. Da Alles muss ist ich nicht so gleich eine möglich. Segelung hinmachen. Ja, das werden wir auch bald nochmal machen. Wir können deutlich über 1000 Kanonenkugeln mit aufnehmen und dann lässt sich auch eine Zeit lang mit überleben oder rumspielen. Überlegen Sie am besten, vielleicht ein bisschen mehr Reparaturmaterialien als sonst mitzunehmen. Sie? Sonst sieht Ihnen das, was diesem Schiff ist, gesehen. Das stimmt. Aber tatsächlich sind auf dem Schiff auch circa 4 Stapel Holz und so weiter, also sehr ausreichend. Bis jetzt wird sich zeigen, aber ansonsten kann man ja Ich auch würde neu noch aufnehmen. ein bisschen mehr als Double Holz nehmen und von den anderen Sachen auch, Sie. Aber das ist nur ein Tipp von mir. Ja, wir ziehen uns immer, nun ja, wir schießen Einzelne an und ziehen sie von ihrer großen Ansammlung ab und widmen uns immer einem einzigen Schiff. Sie, das könnte man natürlich auch machen. Es ist vielleicht nicht geschickt, so in 12 Schiffe reinzufahren, dann verliert man die eine oder andere Brücke. Richtig. Wir machen Aber es das halt macht sehr Stück für viel Stück. Spaß. Ja, das stimmt schon. Und vielleicht, Tantchen, fahren wir mit 2 Schiffen raus. Und wenn man sich dort trifft, wäre das ja natürlich auch interessant. Der Jocke da auch auf Jagd gehen will, wie er sagte. Ja, ich muss eine ganze Armee aufbauen. Eine ganze Armee. Ich hätte da noch eine Galeone, die du gerne haben kannst. Voll bewaffnet, volle Männer, alles große Kanonen. Nein, danke, wir haben die alte vom Luca Salvatore. Ich dachte nur für eine deiner halsbrecherischen Aktionen. Das trifft es wahrscheinlich ziemlich gut. Ah, wunderbar. Und Oh. zur Not haben wir auch Verdient. noch La Bestie Negra. Sie, das Schiff ist, sagen wir mal, auch ein wenig Darf Kampferfahren man und. mitten? Nur auf die Kleine ist mies. Ja, nein, ich dachte Oh. eher, ein kampferfahrenes Schiff schickt man natürlich nur in durchdachte Kämpfe, aber für ein wenig Piesackereien würde dieses Schiff. Nun ja, wir wären froh, wenn es aus dem Hafen verschwindet. Und ich denke, große Galeonen kann man zur Not auch Breitseitenstellung stellen und dann geankert lassen. Einfach zur Verteidigung einer Insel. Ja, aber. Ja, wir haben uns ein paar, wie nennt man die Dinger, Mörser fertigen lassen. Wenn wir die aufstellen, würde ich sagen, wenn alle 5 auf einmal schießen, versenkt es jedes Schiff. Am Mörser Sechs. habe ich auch noch ganz schöne gefunden, sage ich mal, diese. Was diese verdammten Schiffe in der Zeit alles diese fallen lassen. Ja, richtig. Das ist unglaublich. Aber ich glaube Hey, tatsächlich, dass es Doc. diesen speziellen Sektoren, von denen ihr alle erzählt ist. Ich weiß, wo das seht, machen wir gleich eine Segelung hin, sobald das neue Schiff fertig ist. Ja, toll. Ja, macht Sinn. Ich würde davor, wenn das ein frisches Schiff ist, dann musst du erstmal diese Crew einspielen sich lassen, sie. Das wäre vielleicht sinnvoll, erstmal diese. Wie sagt man, diese nicht so starken verdammten Schiffe, sie sich unter die Nee, Nagel zu reißen. wir müssen direkt aufs Ganze gehen. Wir brauchen gute Blaupausen. Die Das Spitze bringt aber nachher nicht, wenn diskutieren. dein Schiff und deine Leute nicht diese erfahren sind. Aber das ist dein Problem, sie. Ich habe Du da musst sehen, gestern was du für ganz toll. richtig hältst. So. Ja, das ist sowieso richtig. Das tun wir alle. Aber diese Stummen sind wirklich, wenn sie neu sind, die können die Entfernung nicht einschätzen und viele Kugeln gehen einfach ins Meer. Was sie?
Das musst du mir auch leider. Naja, so leid es mir tut, aber ich glaube, da muss ich den allen hier recht geben, Jocke. Ja, aber wann sollen wir denn unsere Flotte fertig bauen? Der Doc holt einen Plan nach dem anderen da raus. Ja, aber er hat auch ein Schiff, das er seit mehreren Wochen, wenn nicht sogar Monaten, was steuert. Was sind diese Monate? Und du siehst, was für eine Flickenteppich es mittlerweile diese ist, sieh. Ich habe auch Baupläne, die ihr nutzen könnt. Das ist nicht dieses Problem, sieh. Aber wir brauchen auch diese Materialien. Ich wollte gestern erst die Blaupausen benutzen, die ich auf der Springer gefunden habe. Und du kannst du diese benutzen. Die wirklich gute nehme ich direkt mit und verstecke diese. Ich finde alles. Ich habe auch gestern die Kleidung von der Armada gefunden. Sieh. Apropos Kleidung der Armada. Übrigens, Doc, ich habe da wieder so ein paar Lizenzen gefunden. Neben dein Bett. Oh, Nachtlicht. Ich sammle diese, habe ich dir schon mal gesagt. Das ist nichts Ungewöhnliches, diese. Ich muss gestehen, ich habe gestern ein bisschen rumgeschnüffelt. Na, sieh, du warst in meine. Ich möchte jetzt mit dir gar nicht mehr diese reden. Sieh, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ich. Ihnen auch. Gehe am besten jetzt einfach, bevor ich irgendwas sag, was. Vielen Dank, war wieder sehr erfreut. Tschüss. Was hat er denn? Ach, du hast wohl in seinen Privatgemächern herumgewühlt und nun. Er sah ein wenig errötet aus. Ja, beleidigt. Ich brauchte Blaupausen. Was benötigst du denn? Vielleicht können wir dir da. Haben wir so etwas schon und benötigen es selber nicht? Ich denke, einmal alles für ein perfektes Schiff. Ach so, ne? Ja, richtig. Am besten dreimal. Ach so. Ja. Ja, das Problem ist, ich habe mich gestern mit der Armada angelegt. Oh. Und die sind mit einem schon herausgekommen. Die haben mir eine Breitseite gegeben, drei Planken weg. Und ich dachte, ich habe starke Kanonen drauf. Was hast du denn für ein Schiff? Ich hatte. Hattest du denn für ein Schiff? Ich hatte ein sechsfach gefertigtes Holzschiff mit fast 396 Gramm Schießpulver. Ich habe denen zwar auch Planken weggeschossen, aber die haben mir gleich drei weggeschossen. Nach zwei Fights hatte ich keine Planken mehr zum Nachsetzen. Oh. Das ist natürlich ärgerlich. Aber warum gehst du alleine vor? Ich wollte gar nicht davor gehen. Ich bin zu nah am Hafen wohl gewesen. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Und dann habe ich nur noch gesehen, wie die Armada, der den Schoner besetzt hat, haben die rote Flare gezündet und dann ging der Kampf los. Einen Schoner? Ja. Okay, Tantchen, unsere sechsfach gefertigten Schoner brauchen ein dringendes Update. Ich habe auch gedacht, ich mache das kleine Ding kaputt, aber ja, scheiße mit Reis. Nix da. Das hat immer auf mich gewartet, bis ich in Reichweite war, gefeuert, dann ist es weggesegelt. Ja. Ich kam noch nie mal zum Schießen richtig. Interessant. Aber vielleicht tust du zukünftig, wenn du so eine Aktion startest, oder auch in die Nähe von Port Cardia fährst, nicht mehr alleine lossegeln, mindestens zu zweit. Im schlimmsten Fall guckst du, ob wir da sind, dann kommen wir mit. Ich wollte eigentlich nach Freunden. Mal gucken. Wollte Leute zusammentrommeln für den bestehenden Krieg. Bestehenden? Ich denke, dieser Krieg ist jetzt dementsprechend extrem genährt. Ja, die wissen jetzt, wo wir sind. Ich habe meinen Zettel verloren, den ich meinen Freunden im Briefkasten werfen wollte. Ah? Wo sie mich finden. Nun ja. Und ich denke mal, die Armada besitzt jetzt diesen Brief. Oh, das ist nicht so gut. Das ist richtig kacke. Da ist die Kacke am Dampfen. Vielleicht deine Freunde warnen, dass sie, nun ja, vielleicht zeitweilen einen anderen Wohnort sich suchen. Ich denke tatsächlich, es ist das Beste, wenn sie alle auf der neuen Insel sind, weil wenn die Armada hinsegelt, sagen wir, zwei Brigantinen und sehen einen Hafen gefüllt mit Galeonen, Brigantinen, Schonern, dann machen die schneller eine Kehrtwende, als du den Wind wegblasen kannst. Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Richtig, wir brauchen Leute auf der Insel.
Was heißt auf der Ansonsten Insel soll ich noch Siedler? gehen. Mein Fonds ist bereit. Was? Genau, Leute, die bei uns wohnen wollen. Also Siedler. Genau. Lässt sich doch erübrigen. Es ist gut, weil wir wollen heute Abend noch ein Palaver abhalten und je mehr Informationen wir haben, je besser können wir unsere zukünftigen Schritte planen. Weil man soll nichts übers Knie brechen. Wir haben umsonst, nicht umsonst uns nun ja den Ruf der Abenteurer aufgebaut und der Monstertöter. Und die meisten Leute, nun ja, wir werden nicht beobachtet oder verfolgt oder in irgendeinem falschen Licht dargestellt. Man sieht uns als das an, was wir sind. Ein paar verschrobene Abenteurer. Und ja. Vielleicht wollen wir jetzt wirklich baldigst mal Fahne bekennen. Das ist gut. Ich habe auf der neuen Insel an meinem Notizbrett, was ich da hingehangen habe, einen Zettel hinterlassen. Den haben wir tatsächlich gelesen. Dann bin ich ja beruhigt. Haben wir gelesen. Und das wäre interessant. Ich meine, Händler könnte man auf hoher See treffen und dort in unsere Lastgaleone umladen und dann später, nachdem sie außer Sicht sind, zu der Insel zum Beispiel fahren. Also die Möglichkeit bestände. Sehr interessant. Wir haben da so eine nette Info für den 7. Tag der Woche bekommen, dass ein Mega-Deal auf Port Cadia stattfinden soll Ein zwischen Meg einer, ja, einer Kesa und einem, wie hieß der, Greywolfen, glaube ich, hieß der. Die haben wohl irgendwie einen sowas. dicken Deal mit der Armada. Das hieß, nach dem Deal hätten die richtig viel Gold an Bord. Aber sind Rohstoffe nicht deutlich interessanter? So wie ich verstanden habe, habt ihr da auch einen leichten Engpass. Gold lässt sich genügend Rohstoffe heransorgen. Und außerdem müsste man keine Sorgen haben, dass sich die Inseln nicht mehr bezahlt machen. Und sie sprach, glaube ich, irgendwas von Tieren, ne? Die wollten, was wollten die da nochmal Ich haben, die glaube. Armada? Ich glaube, Tiger waren das. Aber Moment mal, mir fällt gerade ein, müsste das nicht umgekehrt gewesen sein, dass die wollten die Armada zu ihnen kommen lassen oder so und wir überfallen. Ach, ich verstehe es nicht mehr. Am siebten Die Tag haben der gesagt, Woche. ja, zu den Marktzeiten. Zu den Marktzeiten, dann wird die Armada wohl kaum den Markt verlassen. Nein, Das ist der siebte richtig. Tag der Woche. Von welchem Tag angerechnet? Ist natürlich der Sonntag, ne, als mit dem Markttag. Ja, auch richtig. Zu dem Na dann. Markttag sollten sie da hinkommen. Und nun ja, wenn sie das Geschäft vollbracht haben, der Markt läuft weiterhin, die Armada ist auf Land. Und sobald die dann eine Segelung Richtung Heimat machen, könnte man sie ziemlich weit weg von der Insel Port Cadia dann überraschen. Ich habe da eine viel bessere Idee. Falls wir von der gleichen Dame sprechen, kann ich dir sogar ihre Heimatinsel nennen. Die weiß ich auch. Die, glaube ich, sind A4. Das haben sie uns auch gesagt. Ei, warum wartet man da nicht nun ja ein, zwei Sektoren weiter? Oder wir warten direkt bei denen auf der Insel. Vor der Insel. Machen die Ei, Abfahrt. richtig. Ich will da nicht irgendwie den Plan zerstören, aber ich denke, diese, ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißen, die könnten eventuell auch im bevorstehenden Krieg eine wichtige Hilfe für neue Ressourcen sein. Bedenkt auch das, aber mal. Wenn wir die ausrauben, dann haben wir es ganz bestimmt mit denen verspielt. Und wenn die sich der Armada anschließen, könnten wir eventuell ein größeres Problem haben. Erklär mir mal bitte schön, wie ein Sohn eines Schiffbauers, der Schiffe für die Piraten gebaut hat, sich der Armada anschließen soll. Ich glaube, das. Nee, das würde ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können gegenüber meinem verstorbenen Vater. Aber erklär du mir mal, wie sich ein Sohn eines, ein Schiffsbauer eines, ach egal, einfach ein Sohn eines Piraten sich den Piraten anschließen soll, wenn die Piraten ihn ausrauben. Was Ei. entschließt er sich dann mitzukommen?
Ich blick nicht mehr durch. Ich kann noch teils folgen. Der Ich gehe eine. noch eben an. Ja, okay. Hör ich mal weiter zu. Ich muss mal Ja. kurz aus dem Schiff. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, spielt der eine mit dem Gedanken, die Kriegskasse aufzufüllen und der andere mit dem Gedanken, nun ja, Personal aufzustocken. Hi. Da ist das Personal natürlich deutlich schlauer. Da ist Personal aufstocken schlauer, aber dazu müsste man in Erfahrung bringen, ob sie überhaupt geneigt wären, sich dem schwarzen Segeln zuzuwenden. Also, dieser Greywulfen, der hat gesagt, der möchte eines Tages in die Fußstapfen seines Vaters treten, hat er gesagt, als er mit diesem Mario König da war. Und wer war sein Vater? Oder was war sein Vater? Das war ein Schiffsbauer, sein Vater, der hat Schiffe für Piraten gebaut. Ei, dann würde ich doch mal das offene Gespräch suchen, Jocke. Das richtig verstanden habe, bist du der Statthalter, so hieß es eben. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ja, dann schwing dich doch auf deinem Schiffchen und fahr mal zu denen hin. Würde ich, aber ich traue der Dame da nicht so ganz. Dann würde ich dich, also wenn wir von den gleichen Herrschaften sprechen, würde ich dich tatsächlich begleiten und deine Ankunft vielleicht anmelden. Wir hatten die Dame erst gestern zum süßen Wasser der Jugend geleitet. Und auch ein Schiff von denen, natürlich günstig erworben, aber ein Schiff von denen erworben. Ich würde das Verhältnis jetzt nicht freundschaftlich, aber tolerant bezeichnen. Dann Wie ist denn könnte. das Schiff? Die haben auch bei den Nordmännern eins gekauft, mit dem waren sie da. Wir hatten dem Klaus beim Ausverkauf der alten Bestände geholfen. Oh, ich verstehe. Weil vorhin war doch auch dieses eine Schiff aus Wald, wo wir rüber gesegelt sind. Das sah doch auch so aus wie die Nordmänner. Das hatte goldene Segel. Du hast recht. Wenn es eine Brigantine war, könnte es das Schiff gewesen sein. Allerdings sind einige verkauft worden. Ei, Das eine könnte ja. Brigantine. Genau, Ei. eine. Darf ich? Ja, natürlich. Vorne ein großes Einfachsegel, in der Mitte waren ein dreifaches und hinten nochmal ein einfaches Segel. Das könnte sein. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass der Aufbau sehr windschnittig war hinten. Vielleicht hilft dir die Farbe, das war fast so wie die unsere große Galeone da vorne. Das könnte sein. Goldrot. Könnte sein. Es sind halt einige Schiffe jetzt verkauft worden. Ein wahres Meisterwerk und ein, nun ja, ein Schiff, was von mehreren Handwerkern gefertigt wurde. Trotzdem beides recht gute Schiffe. Vielleicht würde es etwas helfen, wenn du dazu Aussage machen möchtest, an wen du dieses Schiff verkauft hast. Tatsächlich an wie hießen sie denn jetzt? Nun ja, Frau ihrer Größe mit ihrem Begleiter, eher so meine Größe und Statur. Und sie haben einen verrückten Kompagnon. Nun ja, er vergnügt sich gerne mit den Ausscheidungen von Tieren. Mehr ist mir leider auch nicht bekannt. Allerdings gaben sie mir die Adresse von sich und sie wohnen auf einer Insel, wo es Marmor gibt. Und diesem wurden wir bisher noch nicht habhaft. Und nun ja, wenn Jocke mit denen reden möchte, könnte ich seine Ankunft nun ja unter einem etwas friedlicheren Licht darstellen lassen, so dass du mit denen reden könntest. Das wäre eine Option, aber wer garantiert uns, dass sie da nicht zur Armada gehen? Die gehen zur Armada, na und? Was wollen Sie sagen? Dass der gute Jocke bei denen auf der Insel war und mit denen gesprochen hat und versucht, sie zu rekrutieren? Was bringt Ihnen das? Soweit ich weiß, bist du bekannter als ein bunter Papagei. Genau das ist das Problem. Daher ist es egal, was die der Armada erzählen. Sobald die Armada weiß, dass ich da auf dem Weg hin bin, Auf dann dem werden Weg die mich hin. wahrscheinlich. Ich dachte eher an eine unmittelbare Anmeldung. Ich Sprich, denke dort kommt ein dabei. Schiff.
Nein, mit der Anmeldung, dass ich dann sage, dort kommt jetzt ein Schiff, dort ist ein Bekannter von uns drauf, der mit Ihnen reden möchte. Also eine unmittelbare Anmeldung. Da hilft es nicht mehr, der Armada Bescheid zu sagen. Also im Prinzip mit dem trojanisches Pferd in den Hafen. Oder du kommst auf unser Schiff, ganz genau. Aber nicht morgen kommt ein Freund vorbei und möchte mit Ihnen reden. Nein, eine unmittelbare Anmeldung. Moment, ich muss hier eben aufräumen. Das Geplatsche von der dreckigen Schildkröte macht mich wahnsinnig. Ja, es nervt ein wenig. Also, Sie verstehen, was ich meinte mit einer unmittelbaren Anmeldung. Dann gibt es keine Möglichkeit, jemanden zu holen. Wäre nun ja die sicherere Option. Kommt noch einer. Ein schöner Schuss. Könnten ja fast mit uns Boah, los. diese Panzerung ist ja sagenhaft. Muss ich direkt mal mein Schwert nachher wieder schön Eigentlich schleifen. nicht. Ich habe vor kurzem eine sehr erfahrene Schildkröte mit einem einzigen Hieb erlegt. Ja, ich Du habe musst nicht das die an beste den Schwert. Köpfen treffen. Nun ja, am Panzer, Du bist weißt du. witzig, ich habe nur Ja, aber meisterliches. am Panzer, dann So musst du gut nur bin dein ich nicht Schwert. mit dem Schwert. Naja, aber wie gesagt, Jocke, ich hatte da an eine Anmeldung gedacht, wie zum Beispiel, das Schiff, was dort kommt, ist ein Bekannter von uns, er möchte nicht Böses, er möchte mit Ihnen sprechen, oder ich habe jemanden mitgebracht, der das Gespräch mit Ihnen sucht. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, die drei haben doch davon erzählt, dass wenn irgendetwas ihnen nicht passt, können die ihren Hafen abschließen. Und so kommen die Schiffe zwar hinein, aber nie mehr hinaus. Das macht mir, wenn ich das bedenke, dass es trotzdem schief gehen könnte, ein wenig, sagt man. Auch tatsächlich nicht, wenn wir mit unseren nun ja Sportschonern fahren. Eine Breitseite, spätestens zwei Breitseiten sollten jedes Tor in Pulver verwandeln. Hört sich das sehr gut an. Und man weiß, dass wir bisher immer eine grundsätzliche neutrale Einstellung hatten. Naja, sie war mir vorgegaukelt als alles andere, aber das ist ja egal. Und für wann hattest du das gedacht zu machen? Wenn du es möchtest, wir sind immer für Freunde da. Ich bezeichne euch als Freunde, auch wenn wir uns noch nicht allzu gut kennen, aber nun ja, mein Vater und das sagt ja alles. Ich habe dir schon vor Wochen gesagt, ich sehe dich und Tantchen als mein Freund. Das sehe ich genauso. Kannst kein Schiff bombardieren, was Und ich einfach werde nur auf jeden in Fall darüber friedlicher Mission nachdenken. bei dir steht. Und ihr seid ja beide Nordmännern zu finden auf der Insel, richtig? Ei, so sieht's aus. Wenn der Tag dann gekommen ist, werde ich euch aufsuchen, mein Freund. Dann tu das. Wir sind dann jederzeit mit unseren sehr schnellen Sportschonern. Es geht ja hier nicht um einen kriegerischen Akt, sondern es geht hier einfach und allein um das Suchen eines Gespräches. Ah, und da sind wir dann jederzeit zu bereit. Das ist richtig. So, sei mir nicht böse, Michael, aber ich Nein. muss noch sehr viel arbeiten. Ich muss noch diese komischen Segel bauen. Natürlich, wir müssen auch noch nun ja, das ein oder andere erledigen und noch Verdammte jagen. Es hat mich sehr, sehr gefreut, euch zu sehen und ich finde es wunderbar, dass ihr jetzt einen festen Rückzugspunkt habt. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Danke, mein Seid ihr auch Freund. sehr Euch auch. herzlich eingeladen, immer einen zu trinken bei uns. Ah, herrlich, wir werden öfter Darauf kommen wir vorbeikommen. gern zurück. Einen schönen Abend noch und viel Erfolg. Na dann, schönen Abend noch. Jocke, pass auf dich Und schönen Abend, auf. mein Nicht, Freund. dass dir beim Dir auch. nächsten Mal noch die Hand fehlt. Oder das zweite Auge. Tschüss. Mit dem zweiten sieht man besser. Ach, und grüß mir die Dame, die dir beim letzten Mal noch da war. Die habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Du weißt, die Welche? sehr Ich habe zwei. sehr, sehr, sehr gesprächig ist. Die Dame, die Was nicht denn beide spricht. Frauen? Die Dame, die nicht spricht. Du weißt, wen ich Also wir meine. haben einmal die Frau Denvers Nee, die und kenne die ich, Frau. die andere. Du meinst seine Frau?
Die Torus. Was für eine Frau. Oh oh. Du hast eine Frau? Ja, was hat gestern Nacht? Oh, oh, dann ist noch ganz frisch. Ja, geschlagen und entführt? Kann man sehen, wie man will. Tatsächlich nicht. Ich war dabei gestern. Oh. Das war alles. Nein. Er gab ihr viel rum, was sonst mit Schwarzpulver vermischt. Naja, ich meinte diese. Nicht, aber diese aber andere Dame. Verstand. Sie war gerade ein Pferd für mich am Großziehen. Und da hat Jocke die Gelegenheit genutzt, nach einer längeren Zeit sie zu fragen, ob sie seine Frau werden möchte. Sie hat ja gesagt. Ach du je. Dann freue ich mich, sie bei Gelegenheit mal kennenzulernen, aber jetzt wollen wir euch nicht weiter aufhalten. Dann einen schönen Abend. Mein Freund. Und ich auch. Nun ja, pass tschüss, auf, nicht, dass du bunt wirst. Tschüss. 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 Die arme Frau. Oder auch nicht.